Was glauben Sie denn, was Ihre Wirkung war in dieser Zeit? Was war die Wirkung von Magda Goebbels? Tja, puh. Schwer zu sagen. Eine Frau, die, ich meine, Goebbels, so sehr die Massen zu Hass und Elend und Projektionen und Wahn aufstacheln konnte, wollte den totalen Krieg und all diese schrecklichen Dinge. Und auch zu wahnhaften Vorstellungen, dass dieser Krieg immer noch zu gewinnen war. Er hatte einen großen schlechten Einfluss. Und sie galt vielleicht als die arme Frau, die sich von diesem Menschen, der aber bis zum Schluss die Menschen aufzustacheln vermochte, betrogen und belogen wurde. Also eine etwas bemitleidenswerte, gleichzeitig, wo immer sie dann als First Lady auftrat, eine kalte und ihre Macht ausnutzende Wirkung. Nur sie war ja nicht jemand, der wie die Leni Riefenstahl zum Beispiel da so Filme machte, die dann natürlich auch zur Begeisterung der Menge beitrugen. Aber die Leni Riefenstahl war natürlich jemand, die auch für sich jemand sein wollte und ihre filmischen Begabungen auch nach Hitler durchaus versuchte und mit Erfolg versuchte weiterzuführen. Nichts dergleichen. Ich hatte ja nicht mal gelesen. Sie war ja nicht mal eine gebildete Frau in dem Sinne. Sie war jemand, der anpassen konnte, Sprachen lernen konnte, sich verhalten konnte, sich mit Männer in sich verliebt machen konnte. Aber ein Nichts, wenn Sie wollen. Aber auch natürlich kein BDM-Typ und kein Frauenschaftstyp, so wenig wie die Leni Riefenstahl. Haben Sie denn, dass sie irgendwie auch Einfluss hatte auf die Frauen in ihrer Zeit? Also das allerdings kann ich mir nicht vorstellen, nein. Nein, wenn ich mich so weit erinnere, kann, also außer denjenigen, die ihre Macht und ihren Ruhm und alles das, was sie bedeutete in diesen 12 Jahren, beneideten oder auch bewunderten, ich wüsste nicht, also von meinem Gefühl her war sie ein Nichts, wenn Sie so wollen, auch für uns jüngere Frauen. Wir konnten sie nicht mal lächerlich machen in dem Sinne, dass, wie das denn diese NS-Frauen taten, die schlicht komisch waren in ihrem Ernst und in ihren Führermärschen, diese oder begeisterungsfähigen und strammen und schmucklosen, humorlosen Lächerlichkeiten. Das war sie auch nicht. Aber sie war einfach von uns, also von unserer Jüngeren, was ich so spürte, ich glaube, sie war mehr in der engeren Umgebung, Goebbels, sie, Hitler, dass die Menschen, die mit ihr zu tun hatten, eben den Glanz, dass die Glanz und Gloria, die sie darstellte, durchaus achteten oder nicht achteten, sondern umschwärmten, das kann ich mir vorstellen. Aber sie war für die breitere Umgebung nichts, was man besonders hätte hassen oder wonach man irgendetwas hätte ausrichten können. Also in diesem Sinne eine Leitfigur war sie auch nicht.